Kontakt direkt vor uns. Zwei Lanzer. Tarnung aktiv. Oh, Schnauze. Ziel eliminiert. Feind hat einen LKW. Links. Ja, es freut mich, dass deine... Ja, du bist ein Scharfschützen. Du hast es drauf, Junge. Ja. Ja, ist gut möglich. Direkt dort, neben diesem Container. Die schauen zu dir, pass auf. Nochmal vier Gegner. Genau vor uns. Dreh dich um, du Affe. So, Arschlecken. Ja, hab ich gern gemacht, ey. Kontakt, feindlicher LKW. Ein, zwei. Ich sehe noch einen. Wo ist er? Rechts. Siehst du den Frachtcontainer? Daneben. Bin dabei. Gib das Zeichen. Auf dem Steg. Gegner erledigt. Das hat sie aufgeweckt. Lead in Bewegung. Scheiße. Die habe ich gar nicht gesehen da hinten. Okay, dann muss ich erst die ausschalten. Das war mein Fehler jetzt. Versuchen wir es halt so. Alter. Tarnung ist an. Kontakt auf 12 Uhr. Wie viele? Dreimal. Abweich. Sehe einen Scharfschuss. Ein Transporter. Zwei Ziele markiert. Markiere Ziel 3. Klar zum Feuern. Da ist noch einer. Wo ist der? Auf dein Kommando. So. Die haben eine Leiche gefunden. Gleich gibt's Backenfutter, ihr dreckigen Mistschweine, ey. Vor allem Wetten, also die haben schon wieder solche Katzenaugen, dass sie im Dunkeln, was 500 Kilometer von denen entfernt ist, trotzdem noch sehen, diese Leiche. Hinter 18.000 Büschen und Bäumen sind sie versteckt, aber trotzdem. Ja, die entdecken mich nicht! Wenn ich nicht so beschissen spawnen würde, wo man mich sofort sehen kann, würde es nicht passieren! Sehe noch zwei. Auf 12 Uhr. Ziel erledigt. Ja, ich mach's ja schon! Verdammten Fotzen, Alter, ey! Kontakt auf 12 Uhr. Zu viele. Fucking Double Kill, Alter. Sehe einen Schaft. Markieren. Markiere zwei. Da ist noch einer. Wo ist der? Bei dem Frachtcontainer. Noch ein Signal. Schussballerei. Ich sehe dich gleich. Achtung. Keiner gleich entdeckt. Hahaha.
Die zwei muss ich gleichzeitig ausschalten. Dann habe ich da hinten noch 1, 2, 3, 4 Leute. Das Problem ist, dass da, wo der hinterste ist, noch irgendwo einer rumturnt. Halt die Fresse, ey! Wenn ich so beschissen spawnen würde, würde auch nichts passieren. Leicht, vielleicht ein Trupp. Kontakt, feindlicher Transporter. Verdammt nochmal. Ja. Wie wär's, wenn ihr mal was machen würdet, nicht immer diese Scheißbefehle geben müsste. Zwei Gegner, da vorne. Auf 9 Uhr. Nimm noch irgendwo ein. Das freut mich für dich. Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Hier ist noch irgendwo ein Vierter. Sag wann, sag los. Bin bereit. Alter, da sind ja auch nochmal. Markiere Nummer 4. Gegner, ich sehe 2. Sieben erledigt. Ich lade nach. Ein Laster. Feuer frei! Verstärkter Angriff! Soll ich vielleicht durchsprinten oder sowas? Verdammte Kacke hier! Ey, was soll ich denn machen, wenn es 16.000 Gegner sind? Ich bin nur zu viert! Ey, sollen sie einfach mal eine scheiß Riesenbombe da runterschmeißen und gut ist die Lauge? Nö, ich sehe jetzt gar keinen mehr! Ich erkenne zwei. Nein, es sind nicht nur drei Gegner! Leiche gefunden, ja, ist mir scheißegal. Stirb halt, du hässliches Stück Drecksvieh. Mann! Die scheiß Brandgranate, die keine Brandgranate ist, sondern nur einfach so eine Leuchtfeuergranate, bringt mir natürlich dementsprechend auch nichts. Was soll ich mit der Brandgranate, wenn es eine Leuchtgranate ist? Duck dich, ja, seh nicht! Stirb, du Arsch. So. Wir haben ja einen LKW. Ziel erledigt. Sehe einen Scharfschützen. Noch einer mehr. Wo siehst du ihn? Bei dem Container. Zweites Ziel. Und drei. Drei weitere Gegner. Auf dein Signal. Auf dein Kommando. Der da liegt da ja ein bisschen blöd. Also da hinten kann ihn sehen und wenn er stirbt, dann kann der das sehen. Keine Ahnung. Hoppala! Drecksfotzenluder, ey, mal ganz ehrlich. Oh, ich hab mich gerade blutig geschlagen. Aktiviere Tarnung. Da sind drei Gegner. Geradeaus. Sehe einen feindlichen Transporter. Sehe einen. Scheißegal, ich glaube, es ist da hinten lang und Arschlecken, ey. Wer, ich werde jetzt von dieser dreckigen Turbine angesaugt, ey. Dann gibt's Backenfutter. Dumm Fotzen, ey. Ja, dann kümmert euch drum! Ja, was jetzt macht, ey. Schnappt eine Tupperwarenparty oder sowas. Ist mir doch egal. Und die können einfach dann vorbeilaufen, während ich in diesem langen, dreckigen Weg hier laufen muss. Mich würden sie ja sehen. Noch mehr. Drei.
Ja, kein Wunder, dass sie jetzt noch die Leichen entdecken, Alter. Ich sehe noch zwei. Nenn mir die Position. Zu unserer Linken. Oben auf dem Steg. Noch ein Gegner. Wo siehst du ihn? Da drüben beim LKW. Vier weitere Gegner. 9 Uhr. Nein. Hat verstanden. Verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier ist das Spiel zu Ende anscheinend. Weil ja unentdeckt reinkommen muss, aber leider 50.000 Gegner platziert sind. Keine Ahnung, wo der Gegner die ganzen Leute her hat. Wir sind die fucking US-Armee. Und wir sind nur zu viert! Pass auf, sie sind zu dir. Ich erkenne noch zwei. Wo sind sie? Links von uns. Ziel erledigt. Freue ich mich für die. Wahrscheinlich bei eBay ersteigert. Das ist ein Scheiß. Hier ist noch einer. Siehst du den Franz? So, guck mal, wie nah die sich jetzt an ihn ranstellen. Ich stelle mich jetzt auch mal so nah an ihn ran. Und mich entdecken sie gleich! Entdecken dich gleich. Das macht keinen Sinn, Leute! Warum muss ich immer der Arsch mit der Logik sein, ey? Kann ich die nicht einfach mal ablegen? Ich sehe noch. Das sind so geile Spiele wie Spec Ops The Line, weißt du? Da kommt kein zweiter Teil von. Das Spiel hat eine vernünftige Story im Hintergrund. Es ist ein Anti-Kriegsspiel. Es heißt nicht Call of Duty, also spielen wir es nicht. Blöden Dreckskinder, ey. Wenn ihr mal was Vernünftiges zocken würde, wegen euch geht die Spielegemeinde sowas von dem Arsch. Schwör ich, Alter. Geh jetzt rein. Auf 3 Uhr. Ja. Lass nur auf dem Steg stehen. Ich schleiche jetzt durch, ey. Dann soll er wenigstens irgendwo stehen. Schleichen Sie sich rein. Oder töten Sie keine Gegner oder sowas. Das war wenigstens bei Splinter Cell so. Keine Gegner töten oder sonst irgendwas. Aber wenn man mit diesem simplen Ich schleiche rein Kack hier funktioniert, dann sollte man es auch irgendwie reinschreiben. Verdammt nochmal. Ich meine, es ist schon überall unlogisch, irgendwo in der Luft Schriftzüge platziert. Wie auch immer die dorthin gekommen sind. Denn die 4 Buchstaben auch nicht wesentlich mehr gewesen. Verdammt nochmal. So. Mal gucken, was jetzt weitergeht. Gegner. Ich finde das echt, also von Spec Ops zu sein, fand ich das so mega geil. Weil du bist ein Amerikaner und du kämpfst gegen Amerikaner halt. Aus dem einfachen Grund, weil die alle verrückt geworden sind da drüben. Machst du sie halt fertig und sowas und wirst selber. Ich finde es so mega geil. Ich könnte das Player angucken, was weiß ich von mir. Oder selber spielen. Es lohnt sich einfach wirklich extrem. Und ich finde es echt schade, dass das keinen zweiten Teil hat. Weil der wirklich einfach mal eine vernünftige Story war. Wirklich eine durchdachte Story, wo du mal Gänsehaut kriegst. Nicht nur, machst nicht Boom und so ein Scheiß. Es heißt nicht Call of Duty. Ich will sinnlos einfach nur rumballern. Ich will keine Story. Genau deswegen kommen keine vernünftigen Spiele mehr raus, ey. Weil jeder sich mit so einem Scheiß zufrieden gibt. Genauso wie mit Halo 4. Wenn ich schon wieder dran denke. Das ist ein geiles Spiel. Es ist kein geiles Spiel. Es ist zum Heulen, Halo 4. Aber ich bin froh, dass wenigstens 343 selbst gesagt hat, okay, das Spiel ist scheiße. Wir machen es besser. Ich vermute mal, dass es nicht besser wird. Aber wenigstens sagen sie es mal selber. Und dann plötzlich sagen alle, ja, okay, das Spiel war wirklich nicht so gut. Anstatt, ich sag's die ganze Zeit, hör auf rumzuheulen, das Spiel ist toll. Und dann, wenn ich sage,
Und dann, wenn einer von denen sagt, nee, ist scheiße, ja, dann sind sie so plötzlich scheiße. So, lass mich durch jetzt hier. So, das ist mal so ein Rage-Scheiß hier, Alter, ohne Witz. Auskotzen hier. Hunter, Overlord, das Ziel befindet sich bereits in der Transportmaschine. Die bereiten den Start... Ja? Die bereiten den Start... Ja? Hat sich da etwa ein Spielchen aufgehangen? Ah! Vor. Roger, Overlord. Sind fast da. Wir schaffen. Das war jetzt mal das nebenbei. Natürlich bereiten sie schon den Start vor, weil es ja noch typischer ging's jetzt nicht. Ah, und wird nicht dann ja zum Missionsabbruch. Wow, danke. Zwischen hier und da wird es brenzlig. Kontakt. Nur ein Team. Rechts. Die Maschine startet. Ich bin die Drohne rein. Wo soll ich die Drohne reinsetzen? Bleib stehen! Bleib stehen! Normalerweise müsste ich jetzt hier eigentlich schon Abbruch bekommen, weil ich viel zu weit weg bin.